Darf Frau ich finde von der aber, Leyen, auch ja. mit einer Frage vorneweg, sehnen sich die Osteuropäer eigentlich überhaupt noch nach Europa oder sind die viel mehr Fan der NATO, weil man mit der NATO gemeinsam gegen Putin Nein, kämpft? Ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen, gerade für unsere osteuropäischen Länder. Ui. Denn ja, denn erstens, wenn man überlegt, was haben die Balten auf sich genommen, um in Freiheit zu sein, um Mitglied der Europäischen Union zu sein, um die Kriterien des Euro zu erreichen. Was hat Polen sich angestrengt? Was hat Polen auch für eine Vorreiterrolle mit der Solidarność gehabt? Ich will nur eine Lanze brechen, dass wir nicht zu schnell sozusagen die Flinte ins Korn werfen. Da wir zum Beispiel bei den Studentinnen und Studenten dieses fantastische Instrument des Erasmus-Studiums haben, habe ich Kinder, die in Polen studiert haben, gerade als die neue Regierung anfing. Dieser gesunde demokratische Widerstand der jungen Generation dort auch in Polen, die muss man unterstützen. Ja, also es ist unsere absolut. Aufgabe, auch sozusagen diesen Diskurs aufrechtzuerhalten, auch mit Polen zu ringen, auch mit Ungarn zu ringen. Das ist ja auch die Stärke Europas immer gewesen. Denn, und deshalb bin ich nicht der Meinung, dass wir in zu kleinen Gruppen nach vorne schreiten sollten, sondern immer wieder auch versuchen, dieses Europa gemeinsam mitzunehmen. Okay. Wir sollten uns vielleicht nicht bremsen lassen in wichtigen Schritten nach vorne, aber dieses Ringen um die gemeinsamen Werte, dass alle mitgehen können und damit auch diejenigen, die nicht der Meinung der Regierung in diesen Ländern sind, ist was ganz, ganz Kostbares. So, dann nochmal die Frage an die Grünen.